Der Tenor der Gesellschaft hat sich verändert. Also wir suchen heute nach Konsens, nach Zukunft. Wie können wir die Dinge anders machen? Viele Leute verzweifeln, viele Menschen. Die Depression, die in uns ist, die wird natürlich bricht aus. Ja. Also das ist schon alles super hart. Gleichzeitig ist es aber auch super lehrreich. Und das ist eben letztendlich der Sinn von Krisen. Moin, hallo, ich heiße Cornelius Gesing und freue mich jetzt sprechen zu dürfen mit Matthias Hawks, Zukunfts- und Trendforscher, Publizist und Visionär. Hallo Herr Hawks, moin. Ich grüße Sie. Wie ergeht es Ihnen derzeit als Trend- und Zukunftsforscher? Ja, das ist natürlich eine wilde und hektische Zeit, weil es gibt dieses Paradox, dass alle Leute so verunsichert sind, dass sie, ich glaube, ich habe noch nie so viele Anfragen. Jetzt aber auch noch nie so viel Unsinnsanfragen, weil ich bin ja kein Seuchenforscher und auch die Seuchenforscher wissen letztendlich in ihren Modellierungen nicht immer genau, wo das hingeht. Ich bin Systemiker, insofern kann ich wiederum die Pandemieforscher beobachten beim Beobachten. Aber was ich eben natürlich nicht beantworten kann, ist diese berühmte Schlüsselfrage, wann ist Corona wieder vorbei? Das habe ich ja schon vor einem Jahr gemacht. Corona ist natürlich nie vorbei, weil dieser Event unsere Gesellschaft, unsere Welt, unsere Denksysteme vollkommen verändert. Und wenn man damit umgehen kann, ist es eigentlich, sage ich mal so ketzerisch, eine ganz spannende Zeit, ja? Weil es entsteht natürlich ungeheuer viel Wandel. Der ist auch schmerzhaft, da ist auch furchtbar viel Schreckliches dabei und viel Angst. Aber es sind natürlich viele Themen auf dem Tisch, die mich schon seit einem halben Jahrhundert beschäftigen. Die Wandelzeit, nicht? Also die plastische Zeit, in der wir jetzt sind. Ja. Das ist schon spannend. Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie nicht die Frage geben, die Antwort geben können auf diese große Frage, die immer gestellt wird. Sie haben aber in Ihrem Buch oder auch in Ihrem Text die Zukunft von Corona oder nach Corona. Letztes Jahr im März ist der Text erschienen und innerhalb weniger Tagen hatten Sie ja schon Millionen von Aufrufen. Ich habe es auch sofort gelesen und sehr inspiriert. Dort schreiben Sie, wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zur Vereinsamung führten. Oder auch, wir werden uns wundern, wie schnell sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in der Praxis bewerten. Das stimmt, wir zoomen gerade auf jeden Fall. Würden Sie sagen, es gibt aber auch etwas, was sich verschlechtert hat, also Krisen, die die Pandemie selbst verschärft hat? Der Sinn einer Krise ist die Verschärfung. Und was verschärft worden ist, ist im Grunde genommen unsere Weltstellung zu diesem überbeschleunigten Konglomerat von Welt, mit dem wir es zu tun hatten. Nicht? Also wenn wir ans alte Normal zurückdenken, also meine Lieblingsfrage momentan ist, es ist ja so, Fragen selber können ziemlich doof sein, ja, weil man sie gar nicht beantworten kann. In der Frage steckt ja oft schon eine Vermutung oder eine Verantwortung. Aber wenn man zurückfragt, ist jetzt, frage ich immer gerne, war das alte Normal eigentlich normal? Ja, also die Zeit vor Corona. Und viele, viele Menschen sehen eben diese Welt jetzt rückwärts anders. Das ist auch eine Regnose, die geht nur nach rückwärts, nicht nach vorwärts. Weil wir plötzlich merken, also wir lebten damals ja in einer total verhektischten, überbeschleunigten, immer mehr, also ich kann mich noch erinnern an die übervollen Business-Lounges in den Flughäfen, an die unendlich vielen Konferenzen, in denen eigentlich immer nur eingehämmert wurde, mehr, mehr, mehr. Ja, so, es war eine Hyperbeschleunigung. Wir lebten in einer Steigerungskrise damals und das ist durch Corona massiv durchbrochen worden. Und das hat halt für die einen auch die Wirkung einer Erleichterung, weil dadurch Dinge plötzlich sichtbarer und klarer waren, die sie immer schon gespürt haben. Ja? Das kann so nicht gut gehen. Stellen wir mal vor, wir haben weiter die Zuwachsraten von Flugbewegungen mit 4, 5, 6% pro Jahr, wie wir sie vorher hatten. Wo kommen wir da hin? Ja? Also für den einen Teil der Menschen ist es eigentlich so, ja, das, was man biblisch vielleicht eine Offenbarung nennt, es kommt eben zur Ruptur, zur Disruption. Und für die anderen Menschen haut es vollkommen ihre Lebensbilder durcheinander. Also wir sind ja auch alle da darauf angewiesen, Routinen zu haben, Urlaub zu planen,
wir haben Kompensationsroutinen, wir gehen auf Partys. Und das zu erleben, dass das nicht mehr möglich ist, das macht natürlich mit einem ungeheuer viel. Also man muss damit umgehen lernen. Und ich habe ja in diesem Text versucht zu vermuten, dass dabei auch erstaunliche Effekte stattfinden können, dass wir uns vielleicht wundern über, wie resilient wir sind. Und das hat zum Teil ja auch gestimmt. Ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr, jetzt kamen vor einem Jahr genau die ersten so Medienberichte und so, und viele haben das noch nicht ernst genommen. Aber die erste Reaktion war, es gibt einen weltweiten Wirtschaftszusammenbruch wie die Weltwirtschaftskrise. Also total, ja, bis hin zum Krieg. Und es ist ja ganz erstaunlich, dass, ich meine jetzt nicht nur in China, sondern, also ich glaube, wir haben in Deutschland 6-7% Wirtschaftseinbruch. Aber es ist ja, man sieht ja auch, wie viel Resilienz auch in der Gesellschaft, in der Wirtschaft noch drin ist. Wir haben auch keinen Bürgerkrieg erlebt. Ja? Also wir haben zwar eine Menge Deppen, die auf den Straßen rumlaufen oder rumlaufen wollen und irgendwas vom Pferd erzählen oder von Bill Gates, der uns Chips implantiert. Das ist der übliche Wahnsinn. Aber wir haben eher heute ja fast eine in der politischen Landschaft mehr Kohärenz, das sagen auch die ersten Umfragezahlen, als wir vorher hatten. Der Tenor der Gesellschaft hat sich verändert. Also wir suchen heute nach Konsens, nach Zukunft. Wie können wir die Dinge anders machen? Und vorher war das ja eher so eine blinde, besoffene Hyperaktivität, die wir alle drauf hatten. In der haben sich viele Menschen natürlich viel wohler gefühlt als jetzt. Viele Leute verzweifeln, viele Menschen. Die Depression, die in uns ist, die wird natürlich bricht aus. Also das ist schon alles super hart. Gleichzeitig ist es aber auch super lehrreich. Und das ist eben letztendlich der Sinn von Krisen. Das wissen wir auch im persönlichen Leben. Die Krise hat ja viel, oder die Corona-Krise bezeichnen wir ja, oder Sie auch, als Tiefenkrise, weil sie eben unser, wie Sie gerade gesagt haben, individuelles, kollektives Sein anspricht. Hat sich etwas auch zum Verständnis der Klimakrise geändert? Also weil die Pandemie, die Corona-Pandemie hat ja direkte Auswirkungen auf ökologisches Umfeld. Wie nehmen wir jetzt die Klimakrise wahr? Ja, massiv. Also weil wir so existenziell berührt worden sind, letztendlich durch unser Naturverhältnis. Also es ist ja so, wir sind aus einer Illusion aufgewacht. Wir waren in einer Traumwelt, die uns vorgegaukelt hat, dass man durch Technologie oder durch irgendwas uns von der Welt der Natur fernhalten kann. Ja, die Natur ist einfach beliebig formbar, wir können so viel Schweine züchten, wie wir wollen. Es wird immer billiger. Und eigentlich auch Viren und Bakterien, das ist alles Kram, das kann man irgendwie, da schluckt man eine Pille weg, ist es. Das war eine gewaltige Illusion. Unser Naturverhältnis ist angesprochen worden. Und das hat dazu geführt, dass sich die gesellschaftlichen Mehrheiten in Richtung auf Ökologisierung bewegt haben. Das war ja vorher noch nicht null. Also wir haben ja schon, ich meine, ich komme aus den 70er, 80er Jahren. Damals wurde die Ökologiebewegung gegründet. Mein erstes Foto an der Wand war der blaue Planet, ja, the Blue Marble aus dem Weltall. Und damals waren wir als ökologisch denkende Menschen eine winzige Minderheit. Ne? Wenn sie ökologisch dachten, mussten sie damals lange Haare haben und ein ziemlich schräges Weltverständnis. Und heute ist es ein Mittelschichtsthema. Und die Corona-Krise verschiebt es weiter in Richtung Wirtschaft. Also wir arbeiten ja auch viel mit Management und mit großen Firmen zusammen. Ich kenne praktisch keinen Manager, der nicht in den letzten Monaten sich zur Klimakrise irgendwie positionieren musste. Ja. Das geht ja alles plötzlich ganz schnell. Plötzlich kaufen die Leute auch Elektroautos. Plötzlich werden neue Diskussionen, Dekarbonisierung, Green Deal, das sind ja alles. Am Anfang der Krise hat man genau gedacht, das Gegenteil, auch hier. Viele haben ja gesagt, das interessiert dann kein Schwein mehr. Wir brauchen ja mehr Plastik, um uns zu schützen. Aber es hat genau den gegenteiligen Effekt. Wir haben eine massive Ökologisierung des Bewusstseins. Die Klimakrise ist ein großer Notstand oder beziehungsweise Punkt in unserer Gesellschaft. Wie sieht es mit der Kluft zwischen Arm und Reich aus? Darf ich Sie fragen, ob Sie eine Prognose für die Rettung des Wohlstands aufstellen können? Ja, das ist jetzt ein bisschen viel, was Sie da auf einmal sagen. Die Rettung des Wohlstands, ja. Also erstmal Rettung und dann Wohlstand. Was ist Wohlstand? Was meinen Sie damit? Soll ich jetzt die Steigerung des Bruttosozialprodukts retten? Also da müssen Sie sich ein bisschen mehr erklären, was Sie damit eigentlich meinen. Der Wohlstandsbegriff ist ja die zentrale Frage. Ja? Das wissen wir ja alle.
können wir Wohlstand noch in den alten Kriterien? Das ist immer noch automatisch, wenn Sie den Fernseher einstellen, wird irgendeine Zahl genannt, wie die Wirtschaft schrumpft oder sinkt. Aber das hat mit der wirklichen Erfahrung von Wohlstand, das die Menschen haben, überhaupt nichts zu tun. Ne? Wir sind längst viel weiter als Gesellschaft, als die Ökonomen uns das dauernd einbläuen. Also insofern ist, glaube ich, die Idee, über einen anderen Wohlstand nachzudenken, nämlich einen qualitativen. Der kann ruhig auch Wachstumswohlstand sein, aber dann wächst die Wirtschaft eben mit Dienstleistungen oder mit intelligenten Systemen. Ja? Also ich bin überhaupt kein Wachstumsgegner. Nur wir kommen da sofort in die Begriffsdefinition rein. Das ist unheimlich komplex. Was die einen für Wohlstand halten, ist für die anderen eigentlich das Gegenteil. Und glauben Sie, man wird da eine Art Konsens schaffen können? Also ich glaube, man muss sich verabschieden von der Idee, dass es überhaupt einen Konsens jemals in einer Gesellschaft geben kann, weil Gesellschaft immer differenziert ist. Ja? Und wenn Sie nach Afrika fahren, haben Sie eine ganz andere Frage von Wohlstand als hier. Aber auch da verschieben sich die Dinge eben jetzt interessanterweise. Da müsste man jetzt zu tief ins Detail gehen. Aber es gibt afrikanische Gesellschaften, die kommen viel besser durch die Corona-Krise als wir. Weil die natürlich, die haben andere Lebensformen, die haben nicht so viele alte Kranke. Es ist ja so, dass auch die Ungesundheit in der Gesellschaft durch Corona quasi signifikant ausgelesen worden ist. Ja, im Grunde genommen ist das ja in der Tat eine Art Schnupfvirus. Er ist nur so tödlich für Menschen mit Vorerkrankungen, mit chronischen Zivilisationskrankheiten besonders. Und das wird uns ja auch um die Ohren gehauen. Ja, warum haben wir eigentlich so viele Kranke? Ja, und in Afrika ist es natürlich so, sie haben einfach nicht so viel alte, zivilisationskranke Menschen. Und dadurch ist die Corona-Krise da anders konnotiert. Aber das ist jetzt eine riesen andere Diskussion. Da geht es gleich wieder in moralische Fragen und Gerechtigkeitsdiskussionen. Das sollten wir jetzt das Fass nicht aufmachen. Dann kommen wir vielleicht wieder zurück zum utopischen Denken. Sie selbst sind Trend- und Zukunftsforscher und machen viel oder kümmern sich viel um utopisches Denken. Wie sehen Sie Ihre Rolle in der Demokratie? Wollen Sie Optionen aufzeigen? Wollen Sie Freiräume zum Denken schaffen? Ja, also die Rolle, Sie sprechen die Rolle des Zukunftsforschers an. Das ist auch eine schwierige Geschichte, weil es gibt natürlich das nicht als festen Beruf. Ja? Aber es gibt ja viele Berufe, also wenn Sie Heilpraktiker sagen oder wenn Sie Trainer sagen oder Coach, ja, das sind ja auch Begriffe, die sehr unscharf sind. Das kann von der Indoktrination bis zum liebevollen Begleiten kann das alles heißen. Und es gibt eben Zukunftsforscher, die meisten Zukunftsforscher kommen ja aus der Tradition von linearer Technologie. Ja, also wir fliegen alle mit Flugautos rum, schrauben uns was ins Hirn und die künstliche Intelligenz wird alles lösen. Das ist so der Standard. Und ich bin ganzheitlicher, humanistischer Futurist oder Zukunftsforscher. Meine Aufgabe sehe ich eigentlich als Gesellschaftsdiskurs-Hacker. Ja, so könnte man das ausdrücken. Also ich habe in meiner Jugend schon in Alternativmedien versucht, Welt zu verändern, Diskurse, Diskussionen anzustoßen. Und meine Aufgabe ist, sehe ich die Zukunft als Möglichkeitsraum sichtbar und erfahrbar zu machen, weil die Zukunft ist ja für viele Menschen verschlossen, entweder durch sehr eingeengte Utopien oder Dystopien. Ja, also es gibt ja eigentlich die beiden großen Entwürfe sind Weltuntergang oder technische Erlösung. Ja. Und dazwischen ist eigentlich kein Raum für Komplexität. Und wenn ich eins sagen kann, ist dann die Zukunft wird komplex und Komplexität ist das, was letztendlich Zukunft ausmacht und ist ein positiver Begriff. Für viele Menschen ist das ja negativ, die verwechseln das mit kompliziert. Und meine Aufgabe ist letztendlich, so wie ein U-Boot, intelligente Betrachtungsweisen von Zukunft einzuschleusen, das zu versuchen. Das ist so mein Job, ja, also im ganzheitlichen Denken. Auf was für eine Kraft kommt es darauf dann in der Gesellschaft an, um diese Ideen, die Sie zum Beispiel entwerfen oder die Beobachtungen, die Sie mitteilen, zu unterstützen? Naja, das ist eben die Möglichkeit der humanen Kreativität. Also die Entwicklungen, in denen wir uns befinden, so zu reflektieren, dass sie konstruktiv reflektiert werden. Das ist eben mehr als nur kritisch sein. Ja. Es gibt ja auch so eine verbohrte Dagegenhaftigkeit, die alles scheiße findet und uns auf dem Untergangspfad sieht. Das glaube ich nicht. Die Menschheit ist ein einziges großes Experiment und wir sind Teil dieses Experiments. Und diese Vitalität, diese
Eigentlich geht es um Vitalität. Also Menschheit ist ein Evolutionsexperiment, wo das Bewusstsein eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und das kann natürlich einschlafen, das kann dekadieren, das kann versagen, das kann sich spalten, wie wir in Amerika sehen. Ja? Sie können sehen, dass sich Gesellschaften plötzlich über Nacht in gespaltene Entitäten verwandeln, ja? wo keine Zukunftsidee mehr da ist. Und also diese Art von Arbeit mit der Vision, nicht? Ich finde den Begriff der Utopie schwierig, den verwenden Sie ja, weil Utopien in der Geschichte immer zu Mord und Totschlag führen, wenn man sie ideologisiert, und das passiert eben sehr leicht. Also die größten, schrecklichsten Morde und Massenmorde sind immer im Namen von Utopien entstanden. Aber ich finde den Begriff der Vision interessant, weil er eben eine Reflexivität beinhaltet. Eine Vision ist nicht eine Vorstellung, so im naiven Sinne, so und so muss die Welt genau aussehen. Ja, damit würde man die Welt quasi festnageln. Das ist nämlich das Problem der Utopien. Die Utopien scheitern daran, dass die Welt dann doch ein bisschen anders aussieht, als man sie geplant hat. Und um das dann, weil man damit nicht umgehen kann, fängt man an, Menschen zu unterdrücken. Dann beginnt der Terror. Und eine Vision ist etwas, wo wir eine Vorstellung von uns entwickeln in die Zukunft hinein und die aber immer wieder in einer Regnose, also einer Wiedererfindung von uns selbst, neu definieren. Also wir nähern uns immer wieder an das Bessere in der Vorstellung und überprüfen das und versuchen herauszufinden, was könnte noch besser sein. Das ist ein langer Weg, nicht? Die Menschheit macht das seit Millionen Jahren. Wir haben schon viele Stationen hinter uns, ja, seit der Jäger- und Sammlergesellschaft, über das Bauerntum, über die Diktaturen, über bis hin aber auch zu so einer sozialen Erfindung wie Demokratie, ne, um die wir ja jetzt ringen. Was ist das überhaupt? Ne? Heißt das, dass der am lautesten schreit, hat gewonnen? So kann man es ja auch, also die Herrschaft des Pöbels. Und diese Fragen immer wieder neu zu stellen, immer wieder neu einzuspeisen, das ist das, was komplexe Hirne können. Und das fasziniert mich sehr. Also ich habe mich sehr viel mit Bewusstsein und Mind und Hirnforschung in den letzten Jahren auseinandergesetzt. Würden Sie sagen, dass die Pandemie uns beigebracht hat, Visionen zu entwickeln, die Corona-Pandemie? Nein, nicht beigebracht. Die Pandemie ist ja jetzt nicht ein Zucht- oder Lehrmeister, sondern sie ist ein Resonanzboden, auf dem wir befragt werden von der Welt. Ja? Und das ist wie mit einer großen Krise. Und wenn Sie eine Liebeskrise haben in Ihrer Beziehung, dann können Sie auch nicht da weitermachen und können Sie auch nicht sagen, es soll wieder werden wie früher, ne? Sondern dann müssen Sie es neu erfinden. Das ist die auf Krisein, also das ist ja der griechische Begriff, das heißt die Entscheidung, Übergang. Ja? Und das ist das, was in allen lebendigen Systemen stattfindet. Der Tod ist eine Krise, der dann wieder zu neuem Leben führt. Ja, wenn es keinen Tod gäbe, dann gäbe es auch kein Leben. Also das ist, glaube ich, und dasselbe ist mit Gedanken, mit Diskursen, mit gesellschaftlichen Vorstellungen. Und ich bin quasi spezialisiert auf Vorstellungen. Woher stammen die? Wie wirken die in der Gesellschaft? Wie kann man sich da irren? Ja, also Irrtumskunde ist, glaube ich, sehr toll. Und die Krise sagt uns einfach ganz laut und deutlich, ihr habt euch geirrt. Ja? Wir sind auch noch da, wir Viren oder was auch immer. Ja? Also das ist die Aufgabe der Krise, ist uns zu erinnern, dass die Dinge komplexer sind. Wenn wir jetzt eine Abschlussfrage vielleicht noch, wir uns in 10 Jahren wieder treffen für ein neues Gespräch, würde mich wirklich sehr freuen. Würden Sie sagen, es gibt etwas oder ist genau das, was Sie jetzt eben gesagt haben, was es sein wird, dass wir von der Corona-Pandemie vermissen werden, wenn wir auf die Zeit jetzt zurückblicken werden? Ja, ich glaube schon, dass es dann so einen Effekt gibt, wie es oft ist, wenn man auf Krisen zurückblickt, dann entdeckt man eben oft auch die anderen Seiten davon, nämlich die innere Veränderung oder vielleicht auch die Resilienz, die man dabei erfahren hat, die Wandlung. Ja. Das können nicht alle und es wird nicht bei allen so sein, aber ich glaube, das wird eben eine Bifurkation sein im Rückblick, nämlich ein da, wo die Geschichte ihre Richtung geändert hat, weg von den überdimensionierten und überbeschleunigten Konstrukten, mit denen wir gelebt haben, also über Globalisierung, über Individualisierung, über Effizienz, ja, also alles auf
alles auf Effizienz statt. Die Natur kennt ja keine Effizienz. Ja, ein Baum ist nicht sehr effizient. Den können Sie peitschen. Der macht jetzt nicht noch mehr Früchte. Also in meinem Garten habe ich diese Erfahrung gemacht. Und man muss unterscheiden zwischen Effizienz und Effektivität. Und wenn Sie Effizienz nehmen, dann nehmen Sie immer einen Teil raus und versuchen, den aufzupumpen. Und ich glaube, das ist ein tödlicher Weg. Und dieses Stoppsignal, was durch die Corona-Krise gesetzt worden ist, das wird uns in eine andere Richtung evolutionieren lassen. Und die 20er Jahre sind das Jahrzehnt der Entscheidung. Also in diesem Jahrzehnt entscheidet sich, ob wir in der Lage sind, die globale Erhitzung so weit zu moderieren, dass sie nur eine Erwärmung wird. Also eine Erwärmung wird stattfinden, ne? Aber der Planet hat sich immer schon erwärmt und abgekühlt und Menschen können sich auch anpassen. Die Frage ist, ob es eben die Linearität von immer mehr gibt. Und ich bin da ganz optimistisch. Ich glaube, wir werden unheimliche Fortschritte in dieser Richtung in diesem Jahrzehnt machen. Also wenn wir uns in 10 Jahren treffen, werden viele dieser ganzen Argumente, ah, das geht alles nicht und man kann nicht dekarbonisieren und dieses ganze Gewusel dagegen, ja, also sich gegen eine Entwicklung stellen, die Entfossilisierung oder die postfossile Gesellschaft wird sehr viel sichtbarer sein und es wird eben deutlich werden, dass sie eine Gesellschaft der höheren Lebensqualität ist. Also so wäre meine Prognose. Und dann werden wir etwas beschämt und auch erschreckt zurückblicken und werden sagen, ah, das war dieser Virus vor 10 Jahren, der hat es uns so um die Ohren gehauen, dass wir einfach auch nicht mehr so weitermachen konnten wie vorher. So stelle ich mir das vor. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz plausibel, weil wenn Sie mal an sich selber denken, an die schwierigen Zeiten in Ihrem Leben, das hat ja jeder so, dann ist das immer beides gleichzeitig. Es ist lehrreich und es war furchtbar. Das stimmt. Und daraus kommen wir nicht raus. Und ich glaube, das anzunehmen ist einfach das menschliche Paradoxon anzunehmen oder auch das Leben selbst. Das Leben verläuft nämlich nicht so oder immer geradeaus, sondern läuft immer in Schleifen. Und wenn es gut läuft, läuft es in Schleifen, die langsam sich erweitern und nach oben sich entwickeln, ins Bewusstsein. Herr Hawks, ich freue mich auf ein mögliches Wiedersehen in 10 Jahren. Vielen Dank für Ihr Gespräch. Danke Ihnen auch.